Den gibt es das große Abenteuer. We do a big adventure today in the Danube Valley, im Donautal. Und Sie ahnen noch gar nichts. You cannot see anything, but now we are going down. Jetzt geht's erstmal hinunter in das Donautal. Walking down into the Danube Valley. Heute alles in mein erstes Abenteuer-Video, was es gibt. Today we will see all you need for a very big adventure. That means rocks, caves, bridges, hanging bridges. Heute sehen Sie Höhlen, Felsen und sogar noch eine Hängebrücke über die Donau. The hanging bridge is over the Danube. Today is Wednesday, heute haben wir Mittwoch. Nachmittag. Angeblich der einzig durchgehende schöne Tag in dieser Woche. Es ist Wednesday with a very beautiful weather. Forecast says best weather in the whole coming week. So, hier geht's weiter an den Felsen entlang. Hier gibt es einen Tunnel, wie man hören kann, und there is a tunnel. And next is the Devil's Bridge. Das nächste nennt sich die Teufelsbrücke. Und weshalb, das kann man hier sehen. We are walking to the top of the Devil's Bridge. Hier sind wir ganz oben auf der Teufelsbrücke. Direkt gegenüber ist eine Kapelle, there is a chapel on the other hill. Maybe if I have enough power, we can walk uphill, je nachdem, wie gut ich dann noch zu Fuß bin, werden wir auch bei der Kapelle noch vorbeischauen. Aber jetzt geht's erstmal steil hinauf. Now we are going
it's an also very steep downhill. Zunächst also geht's rauf und dann auch gleich wieder runter. This is called the higher or the upper Danube Valley. Das hier ist also das obere Donautal. Und wir sind hier bei Inzighoven. Wir haben im Grunde im Park, im Schlosspark, das Video angefangen. We started in the park of the castle. The castle of Inzighoven. Stufen waren schon hinauf. Eine Herausforderung, weil sie eigentlich nur für Kinder oder Kinderschuhe gemacht ist, diese Treppe. The stairway is a challenge because it's for kids and not for adults. Kids with very short shoes and not giants with very big shoes. Voraus wieder die Donau und das Donautal, the Danube River and the Danube Valley. Die nächste etwas kleinere Herausforderung ist die Hängebrücke. The next much more smaller challenge is the hanging and swinging bridge. Aber wenn man alleine drüber läuft, das ist kein Problem, nur wenn noch etliche Leute vor einem oder hinter einem sind, dann muss man sich festhalten. If you are walking alone on the bridge, it's no problem. But with a lot of other people on the bridge, you have attached yourself to the bridge. Der große Fels voraus ist der Amalienfelsen. The big rock, white rock in front of us is Rock of Amelie. Und hier dieser Weg, der ist so felsig und steinig. This is a very difficult path here. So I have to move slowly. Hier muss man langsam laufen. Denn wenn man sich hier
vertritt, dann hat das böse Folgen. If you do a mistake here on the path, you will be a case for the emergency room. Wir haben es geschafft. We did it safely. Und jetzt überqueren wir die Donau bei Inzighofen. Now we are crossing the Danube River nearby to Inzighofen. Here is the rock. Und wie Sie sehen, halten sich die Schwingungen in ganz engen Grenzen. You can see this bridge is swinging smoothly. This was a rock we are walking down, also diesen Fels sind wir heruntergelaufen. Die Donau hat ganz gut Wasser, there is enough water in the river. In the spring last year it was much more a lower water level. Im letzten Frühjahr war es etwas trockener und deshalb war auch der Wasserstand deutlich niedriger. Once again a view on the rock. The royal woman living on the other side of the river in the castle. Also eine Adlige, die in dem Schloss oben gelebt hat, in dessen Park wir das Video begonnen haben. Und jetzt befinden wir uns schon auf dem Weg zur Gedächtniskapelle. We are walking now to the chapel, which is dedicated to the death of the Wars. Diese Kapelle ist den Kriegstoten gewidmet. This is a very small cave. Ja, eine ganz kleine Höhle. Es gibt noch größere Höhlen im Donautal. Sehr much bigger caves in the Danube Valley.
der Kapelle endet das Video mit einem Blick in Richtung Leitz und Sigmaringen. We are ending this video at the chapel with a view in direction of Leitz and Sigmaringen. I did last year a video on Sigmaringen. Letztes Jahr habe ich ein Video über Sigmaringen gemacht. Und Sigmaringen ist nur so 10 Kilometer entfernt. Hier die Kapelle. Meinratskapelle and it is dedicated to the death in Stalingrad in February 1943. Also den Toten in Stalingrad gewidmet. Der eine Stein und hier den Toten beider Weltkriege. The second stone is for all dead soldiers in both world wars. Hier sieht man die Teufelsbrücke. Here you can see the Devil's Bridge, maybe not against the sun. Probieren wir es mal auf dieser Seite. Da ist zwar keine Sonne, aber sorry. Some trees in between. Here's a view in direction of the river flowing to Sigmaringen. Und hier fließt also die Donau weiter bis nach Sigmaringen und dann natürlich noch sehr viel weiter in das Schwarze Meer. The Danube River is ending in the Black Sea in Bulgaria and Romania. Und mit einem allerletzten Blick auf den Amalienfelsen, with a very last view on the rock of Amelie, I'm ending this video und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal.